Hallo von der Meerschweinchenfarm.at. Ich bin ja gerade dabei, diese Mini-Indoor-Farming-Villa zum Aufbauen. Und zwar werde ich gefragt, wie ich das mache mit Sägespänen oder Einstreu oder so. Und ich verwende eben echte Erde. Das heißt, ich befülle mir mein Mini-Farming-Projekt mit komplette Erde und die also ganz normale Blumenerden. Und das taugt halt natürlich die Meerschweinchen voll, weil es einfach voll der natürliche Boden ist und es ist für ihre Füßchen voll gut. Es verkrümmt sie nichts, sondern sie sinken eigentlich damit ein und sie sind den ganzen Tag dann irgendwie beschäftigt auf der Erde, sie zum Ausleben, zum Entdecken. Da gibt es dann immer wieder was Neues. Sie tun dann ab und zu Rindenmulch oder so Waldschätze verstreuen. Und es taugt einer halt voll. Also das ist. Und das Tolle ist, man braucht nicht ausmisten. Das ist wirklich, ich tue so alle 3 Monate tue ich die Erde ein bisschen erneuern, ein wenig drüber streuen. Das Lulu stinkt nicht. Kacke, Erde zu Erde, Staub zu Staub. Also das ist echt eine tolle Möglichkeit. Und man kann auch, wer möchte, ich vergib jetzt dann auch so Mini-Farming-Projekte, wo man eine Bauanleitung die von mir holen kann. Ich helfe gern beim Aufbau. Und eine fixfertige Familie, die was einfach schon zusammengestellt ist, mit 4, 5 Meerschweinchen, die was einfach halt da schon aneinander gewöhnt sind, sodass man es einfach wirklich einmal ausprobieren kann. Und das Tolle ist auch noch, ich bin für, wenn jetzt wer sein Mini-Farming-Projekt draußen machen möchte, im Sommer, ich bin auch für den Winter da, und das sind ganz viele Meerschweinchen bei mir, die was eben über den Winter bei mir betreut werden und im Sommer halt dann bei einer draußen sind. Also dann, tschüss von der Meerschweinchenfarm und ein Hoch auf Mutter Erde!